Hallo meine Lieben, ja, ich habe schon lange Orakel Amour nicht mehr gedreht, ja. Und dann werde ich das machen, ja. Was ist in der Liebe? Irgendwie habe ich das alles so vergessen. Macht nichts. Hauptsache, es wird gemacht. Vor 2 Wochen, ja. Mal schauen, was da kommt. Du kannst Stapel 1, 2 oder 3, ja. Was ist in der Liebe für 2 Wochen? Was kommt so auf einen zu? Was sagen die Engel noch dazu? Da kann man schon auswählen, 1, 2 oder 3, ja? Checker ist Motions. Was ist in der Liebe los? Dankeschön. Okay, dann beginnen wir. Stapel Nummer 1, was hast du hier? Wow, dazugehören, du gehörst dazu. Ja? Du fühlst dich dazugehört mit diesem Mensch. Es kommt deine wahre Liebe. Dies ist die Liebe deines Lebens. Entweder es kommt noch auf dich zu oder es ist bereits schon da, ja, und sehr gut. Du möchtest, ja, du möchtest, dass diese Verbindung, dieser Mensch, ja, ist ein Geheimnis. Ihr habt so abgemacht, dass das noch niemanden weiß. Das ist gut so, ja. Bleibt Verschluss, ja. Schütze deine Bindung mit diesem Mensch bis Herbst, ja. Und dann ist auch dass du keine Angst hast, ja, wegen verletzt werden, ja, verletzt werden. Du hast es schon Erfahrung gemacht mit den Menschen, die sich sehr hineingemischt haben, deine Ex-Bindungen. Das möchtest du nicht mehr, ja. Leute gibt es, ja, vor allem die, die nahestehen, Umfeld oder Familie, die immer seinen Senf dazugeben, ja, obwohl sie nicht mal gefragt sind, ja, das gibt's. Du möchtest nicht, gib nicht auf, ja? Sehr gut diese Idee, die du niemandem sagst, ja? Erst nach einem Jahr oder paar Monaten, über ein halbes Jahr, die du zusammen bist mit diesem Mensch, ja?
gib nicht auf, mach weiter so. Ja? Du hast einfach Angst, dass du verletzt wirst von deinem Umfeld. Ja? Und das ist sehr gut, wie du reagierst. Ja? Man muss nicht das ganze Leben wie ein offenes Buch führen. Man muss das gar nichts. Ja? Sehr gut. Stapel Nummer 2. Was hast du? Neue Liebe. Eine neue Person hat deine romantischen Gefühle aufgewühlt. Neue Liebe kommt auf dich zu. Ich werde aufpassen. Ja? Ich werde auf dich aufpassen. Sehr fürsorglicher Mensch hier. Sehr schön. Aber du musst etwas loslassen, dass diese neue Liebe kommt. Ja. Ja, du kommst von einer Trennung. Du musst all das loslassen. Das ist ein wunderbarer Mensch. Aber, ja, du hast noch nicht so die Klarheit über diese neue Liebe. Ja? Undurchsichtigkeit. Beziehungsarbeit ist sehr gefordert, vor allem von deiner Seite merke ich, weil du kommst von etwas Altes, ja, lass los, diese Trennung loslassen, ja. Ich schaue noch eine Karte hier, was ist da, was hast du noch da, Verletzung, emotionale oder schlechte Erfahrung, ins Klo gegriffen. Nummer 2. Ja, diese Undurchsichtigkeit, ja, kommt auf dich zu. Ja. Entweder du kennst schon diesen jemanden, ist neu in deinem Leben, oder kommt in Kürzen. Ja, neue Liebe. Du musst viel, viel, viel Achtung, dass du dich nicht isolierst von diesem neuen jemanden. Du fühlst dich auch einsam, ja? Und sehr wichtig, Kommunikation, aber auch die Meditation, ja, geh in dich. Die Schlange zeigt auch, dass es um Heilung geht. Du musst dich heilen. Nachher kannst du diese neue Liebe feiern, ja? Du fühlst dich wie Opfer der Umstände, ja? Wie Opfer der Umstände, ja? Du bist schüch, ne? So, soll ich nicht etwas Neues wagen? Ja, neue Liebe. Und er wird auf dich schauen. Schau mal, ich werde auf dich aufpassen. Sehr fürsorglicher Mensch. Du kannst diese Bindung, dieser Mensch feiern. Ja, ihr werdet schöne Zeiten haben miteinander. Eine harmonische Freude, gemeinsam, glücklich sein. Ja, sehr schön, feiern, Feste, viel unternehmen. Nach einem schweren Umbruch in deinem Leben. Du warst blockiert in der Vergangenheit, aber du wirst als Erfolg, ja, du wirst als Sieger. Du musst an dir arbeiten, loslassen die Vergangenheit. Ja? Und dieser Mensch hat dich so in der Hand gehabt, so manipuliert. So an den Schlingen. Vielleicht war es ein eifersüchtiger Mensch. So merke ich das hier. Ja? Sehr schön. Stapel Nummer 3. Was hast du hier? Lass deinen Ex-Partner los. Die Zeit ist gekommen, deine Energie zu klären. Nehmen Sie den Rat. Mit dem Herzen hören. Ja? Mit dem Herzen hören. Ja, bitte. Stapel Nummer 3. Was hast du noch? Was hast du noch hier? Leidenschaft. Wahre Liebe. Es braucht Zeit für etwas Neues. Es braucht Zeit, weil du musst dich hier loslassen. Ja? Was musst du da loslassen? Dein Ex. Aber schau mal, es kommt eine neue Liebe auf dich zu. Es braucht Zeit, weil du bist da, du bremst selbst deine Liebesleben, deine Liebeswegen. Du bremst dich selbst, weil du noch nicht der Ex losgelassen hast. Ja?
Jemand möchte seine Liebe dich überreichen. Ja? Du neue Möglichkeiten. Kann sein, dass du diese jemanden im Ausland kennenlernst, ja? Geschäftsreise oder Privatreise, Urlaubsreise, ja? Altes hinter sich lassen, das ist das. Und dann, wow, dann kommt tiefe Liebe in diese jemanden, ja? Und ihr seid karmische Partner, ja? Wow, sehr schön hier, sehr schön. Ja, meine Lieben, das war Orakel Amour, ja. Ich nehme noch Bonusbotschaften für die Leute, die hier nicht in Resonanz waren, ja. Nehme ich 3 Karten, sage Neko Metalus, ich war hier nicht dabei, also vielleicht bist du hier mit diesen 3 Karten, ja. Bonusbotschaft. Was hast du? Karte 1. Der Schöpfer. Wow. Meditiere, du bekommst deine Antworten hier. Blühen. Du blühst nachher. Harmonische Zeiten kommen auf dich zu. Karte Nummer 3. Der Außenseiter. In deiner Situation fühlst du dich wieder Außenseiter hier. Warum? Ich nehme hier eine Karte, ja. Warum fühlst du dich so als Außenseiter? Du hoffst auf Gerechtigkeit. Ja, und du musst etwas hinter dir lassen. Jemand hat, oder eine Gruppe Leute, kann ich nicht ausschließen, ja? Das dich sehr, sehr verletzt hat und dich sehr, vielleicht sogar gemobbt hat, so merke ich, ja. Und du gehörst da nicht dazu, die wollen dich rausschließen, ja. Geh neue Ufer, ja. Es kommt Gerechtigkeit, sei nicht abhängig von diesen Menschen oder diesen jemanden, ja. Und Entscheidungsschwäche, du musst Entscheidung treffen, loszugehen, neue Ufer, ja. Und du bist jemanden, die sehr, sehr kraft- und willensstark ist. Ja? Lass dich nicht runterkriegen. Ja? Und vertraue, dass es besser kommt. Ja? Du hattest viele Kämpfe, du musstest vieles verteidigen. Ja? Und du machst dich Sorgen. Ja? Aber diese Trauer, diese Schmerzen geht vorbei. Weil du neue Ufer gehst, ja? Und schau mal, es kommt Stabilität, okay? So, meine Lieben, das war Orakel Amour, ja? Bis zum nächsten Mal, eure Kometa Luz. Bye, bye. Voilà.